Hi, ich bin Beneos für Gamerholics TV und im Paragon Patch 0.31 wird nicht nur der angekündigte Jungle eingeführt, sondern es gibt auch ziemlich interessante Changes an Helden. Paragon Patch 0.31 und da es ziemlich viel zu erzählen geht, werde ich jetzt einfach mal schnell hinmachen. Es kommt endlich der neue Jungle. Darüber brauche ich gar nicht mehr viel erzählen. Klicke einfach hier drauf, um das alte Jungle-Video zu sehen. Ansonsten komme ich zum nächsten Eintrag. Das Allercoolste vorweg. Oh mein Gott. Im Weekly Card Pack ist jetzt die Shockwave drinne, Leute. Die Shock-Fucking-Wave. Wie geil ist das denn? Unbedingt zuschlagen an alle die Milliarden von Menschen, die diese Karte noch nicht haben. Wie zum Beispiel unser Community-Manager Daniel. Wie? Was? Moment? Ach, die Shockwave wurde so hart genervt, dass man sie gar nicht mehr so oft verwendet wie früher und jetzt erst in die Weekly Card Packs reingesteckt? Ha, schade. So, jetzt mal serious. Es wird Änderungen an der Penetration geben. Okay, jetzt aber mal serious. Die Items, die aktive Fähigkeiten haben, die die Resistenz des Gegners herabsetzen, sind nun durch die Bank verbessert worden. Das heißt, entweder ist der Cooldown reduziert der aktiven Fähigkeit der Karte oder die Stats der Karte wurden so hingehend verbessert, dass sie besser in andere Decks passen. Außerdem wurden die Karten dahingehend geändert, dass sie dir nicht mehr Penetration geben, sondern die Rüstung des Gegners zerreißen. Das heißt, es ist quasi ein Buff nicht nur für dich, sondern auch für all deine Teammates, da der Rüstungswert des Feindes reduziert wird und alle anderen Teammitglieder auf den Feind nun mehr Schaden machen. Also absolut ein Buff für Teamplay. Und was durften meine vergebten Zockeräuglein sehen? Als ich gelesen habe, hätte es mir fast ein Kit aus der Brille gedrückt. Endlich ist es soweit. Und zwar, wenn du deinen Paragon-Account mit deinem Twitch-Account verknüpft hast und dann auf einen gewitelisteten Stream, wie zum Beispiel unser Gamerholics TV Stream, einfach zuschaust und dort Zeit verbringst, dann kannst du Sachen gewinnen. Das große Problem war, du wusstest nicht, was du gewonnen hast. Du hast dich ins Spiel eingeloggt und ja, ne, vielleicht ein Cardpack oder vielleicht den coolen Grux-Skin, man wusste es nicht, außer jetzt, da bekommst du nämlich eine grafische Notifikation. Kommen wir zu den Helden-Changes von Patch 0.31 und zwar wird es richtig interessant für Gadget und Kalari. Die gute Gadget bekommt eine neue Affinität und zwar kann Gadget in Zukunft nicht nur Intelligenz, sondern nun auch Ordnungskarten ausrüsten. Das heißt, man kann sie jetzt auch mehr Teamplay und supportlastiger spielen. Man kann an ihr jetzt eine Temposperle ausrüsten für Movement Speed als aktive Fähigkeit oder Ehre der Reihen mit einem Schild die Mates schützen. Auch von den Fähigkeiten wird Gadget ordentlich gebufft und zwar ihre Ultimate, der Tesla Dome, wohlgemerkt die stärkste Fähigkeit im Spiel, was den Schaden angeht, wird um 25% vergrößert. Also von der Größenausdehnung her fast genauso dramatisch wie damals Smash and Grab von Grux. Und wir kennen alle diese Streamer, die sich darüber beschwert haben, dass der Grux über die ganze Map grappen kann. Nicht, und als wäre das nicht genug, wird diese Haftmine, die kleine Drohne von Gadget, schneller gemacht. Das heißt, sie ist schneller am Ziel und der Debuff, die Verlangsamungseffekte dieser Drohne, werden ebenfalls erhöht. Ich persönlich bin mega drauf gespannt, wie sich Gadget in der neuen Meta entwickeln wird. Wir kennen Gadget ja schon als souveräner Schadensausteiler in den Teamfights der großen Spieler. Zum Beispiel bei uns beim Paragon Beatdown Turnier von Gamerholics TV. Da haben wir schon gesehen, dass einige krasse Wombo-Kombos möglich sind. In Kombination mit den neuen Kartenmöglichkeiten durch die Ordnungsaffinität und natürlich dem krassen Buff der Ultimate und Suchen und Zerstören bin ich super gespannt, was so der Casual Gamer aus Paragon damit machen wird. Kommen wir zu Kalari, denn das im Titel ist kein Clickbait, nein, Kalari könnte jetzt tatsächlich richtig abgehen. Kalaris Auto-Attack, und zwar ist es das, worum es ja bei Kalari momentan geht, den Auto-Attack-Damage so krass und so durchschneidend wie möglich hoch zu skalieren mit den Kartenpunkten, bekommt nun ein Buff von 20%. Ja, Kalari macht mit den Auto-Attacks 20% mehr Schaden. Außerdem wurde der Shadow Walk, also die Fähigkeit, wenn Kalari im Schatten verschwindet, den Schaden, den man dann macht mit dem ersten Auto-Attack um 45% erhöht auf der höchsten Ausbaustufe. Das ist schon ziemlich krass. Und der Cribbling Dagger, also der berühmte Dolchwurf von Kalari, wurde ebenfalls gebufft und zwar auf der höchsten Aufbaustufe ebenfalls um 20%. Wir wissen, Kalari im Team ist immer so eine Sache und wenn einer beim Draft Kalari pickt, denkt man zum ersten Mal an einen Troll-Pick. Aber es gibt diese Brillanten, diese Diamanten im Matchmaking, wenn man die trifft, dann sieht man, dass Kalari ziemlich ausrasten kann. Aber das war schon ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Spieler, dementsprechend konnte man, zu Recht, sowohl in den Guides auch als normal denkender Spieler voraussetzen, dass die Kalari vor mir sitzt, nicht die Kalari ist, die übelst rasiert, das wäre wie ein Sechser im Lotto. Aber durch den Damage-Buff, da kann es jetzt sein, dass die Anzahl jener, die Kalari nun ebenfalls sehr effektiv spielen können, beträchtlich nach oben schnellt.
Hinzu kommt, dass Kellaris Affinität ursprünglich ausschließlich Verderbnis nun ebenfalls Intelligenz ist, was natürlich ganz interessante Kartenkombinationen macht. Man stelle sich vor, eine Kellari wie zum Beispiel eine Shockwave. Und zusätzlich mit der vor kurzem vorgestellten neuen Karte Donnerspalter, die den Flächenschaden, also den Cleave-Damage des Helden, auf alle Minions in der Umgebung nochmal um 20% bufft, könnte man sich vorstellen, dass Kellari ein extrem guter Split-Pusher ist, der, wenn es drauf ankommt, mit der Ultimate in den Teamfight reinspringt, dort zum Beispiel eine Shockwave zündet, den Feind behindert, also verlangsamt, und dann noch in der Kombination mit einer Steel-Ult oder der neuen extrem krass gebufften Ultimate Tesla-Dome von Gadget einen extrem großen Teamfight-Value erzielt. Und das ist ja einer der großen Kritikpunkte. Die Möglichkeit, dem Team zu helfen als Kellari, das ist jetzt durch die Intelligenzaffinität zumindest tendenziell jetzt gegeben. Und das finde ich eine bemerkenswerte Änderung und ich bin extrem gespannt, wie sich das Ganze entwickelt mit der Kellari. Und zum Abschluss noch die Skins von diesem Update, und zwar Rampage. What the fuck, wie krass sieht das denn aus? Ich muss diesen Skin unbedingt haben, richtig, richtig geil. Und für alle Mass Effect Fans da draußen gibt es sogar die Garrus Skin Version von Murdoch. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, außer ein Turianer im Snakebite Skin. Das soll ja wohl ein Witz sein. Wow, richtig geil. Es gibt noch Updates für Twin Blast und auch für Severog, aber im Vergleich zu den ersten beiden, ja. Und mit diesem letzten Geräusch, über das wir nicht weiter reden werden, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Patchlog-Erklärung. Ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag. Schaut doch mal bei uns bei Gamerholics TV auf twitch.tv vorbei. Ansonsten vielleicht abonnieren hier auf diesem YouTube-Kanal. Und meine lieben Damen und Herren, Zocker und Nerds, Freunde des Lebens, ich verabschiede mich jetzt mit einem Haudenei Superkalifragilistik. Schön, dass du da bist. Mach's gut. Ciao, ciao. Ey, da hinten! Das ist Hausfriedensbruch! Dachbeschädigung! Die können doch nicht hier einfach die Wand ver... Was ist das denn? Oh, Gamerholics TV! Das ist ja toll!